Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Race Room Racing Experience oder auch der Rennfahrerkarriere. Karriere. Gestern haben wir einen Anruf bekommen von Jens Marquardt, dem Motorsportchef bei BMW, und er hat uns eingeladen, mal in einem Z4 GT3 zu platzen, also Platz zu nehmen für die, die den Gag nicht kennen. Und jetzt muss ich mich aber erstmal hier auf das Rennen konzentrieren, weil das ist etwas... Ich bin jetzt natürlich aufgeregt, aber trotzdem jetzt erstmal Konzentration hier angesagt. Wir stehen auf dem 15. Platz, das Rennen geht 10 Minuten und wir gucken, wo wir am Ende rauskommen. Ich würde mal sagen, es geht los. Rivellini wieder auf der 1. Hier die Red Bull und die Sparco-Autos mal wieder stark. Aber der Davies, den haben wir da vorne noch nicht so oft gesehen. Fünfter? Eben hat er doch gesagt, 15. Wahrscheinlich habe ich mit meiner letzten Runde mich nochmal so stark verbessert, dass ich auf den 5. vorgefahren bin. Ja, das ist ja krass. Okay, nehme ich auch. Also 5. Startplatz. Be ready. Green, green, green. Okay. Ganz gut der Start, der ist in Brands Hatch immer schwer, weil das leicht abfällig ist. Oh, da hinten ist es schon fast einer reingefahren. Da hat man gehört, wie der voll in die Eisen gegangen ist. Und hier staut es oben am Druids Hill. Und wir sind Dritter. Mir ist auch aufgefallen, dass ich immer in sehr hohen Drehzahlen gefahren bin. Wahrscheinlich ist deshalb meine Wassertemperatur hochgegangen. Das heißt, jetzt ein bisschen drauf achten, eher nicht mehr so hoch zu drehen. Ich wollte hier nochmal einen Sechsten. Und das war ja auch in der letzten Saison schon so, dass wir hier in Brands Hatch, ich glaube, unseren einzigen Sieg. Wobei, nee, ich glaube, wir haben noch irgendwo gewonnen. Aber Brands Hatch weiß es halt definitiv. Also hier haben wir das letzte Mal, das war das einzige Rennen, wo wir gewonnen haben. Ansonsten waren wir ja ehrlich gesagt ziemlich bescheiden. Also die Strecke, die liegt mir im Blut. That last lap was at 39.9. Your tire temperatures look good. Von daher mal sehen, ob wir hier auch noch was reißen können. Wir sind jetzt auf dem 3. Platz. Ich denke mal, eine Minute ist schon rum. Und wir kommen ein bisschen ran. Aber ich glaube, der hat doch gerade einen Fehler gemacht, weil am Anfang von der Kurve war der ziemlich nah an seinem Vordermann dran, am Erstplatzierten. Aber jetzt ist er ein bisschen weiter weg von dem. Bockingstor-Fenster gehen eine Minute auf. Also im 2. Sektor ganze 6 Zehntel, das ist natürlich eine ganze Menge. Trotzdem schnellste Runde. Bremsen sind jetzt auch auf Betriebstemperatur. Das ist sehr schön. Alles klar. Das Einzige, was ich jetzt natürlich schlauerweise nicht gemacht habe, ist nach dem Benzinstand geguckt. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, wenn wir jetzt ausrollen wegen zu wenig Sprit. Reel it,
Oshima in. The gap is now 4/10. Das heißt, ich glaube, ich lasse gleich beim Boxenstopp ein bisschen Sprit nachlaufen. Wenn er das vom Qualifying übernimmt, dann sind wir 13 Runden drin. Gleich mal gucken, wie viele Runden wir so gefahren sind. 6 Runden. How many laps to go? 6 minutes to go. Also ich muss auf jeden Fall nochmal was nachlaufen lassen. Es ist jetzt noch ein bisschen über die Hälfte Renndistanz. Und wir haben jetzt 7 Runde. Your brake temperatures are fine, mate. You've got half your fuel left. Okay, halbes Benzin. The gap to Oshima ahead is now 1.2 seconds. That lap was a 39.3. Sector 2 is 7 tenths off the pace. That's good consistency. Keep it up. Da wurde er hier von dem aufgehalten. Great move. Keep it up. Wir konnten vorbei. That's 5 minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. Half distance. Fuel looks good. Ich glaube jetzt rein. Weil ich habe Angst, dass wir gleich wieder im Verkehr feststecken sollten. Was? Ich war doch gar nicht so schnell. Warum? Ich habe doch vorher abgebremst. Och nö, jetzt habe ich eine Drive-Thru. Oh nein! Ich habe extra abgebremst. Oh, Kacke. Ja, geil. You still haven't served this penalty. All clear. Push now. The window closing in 2 minutes. Push, push, push. We can get this guy. Fastest lap for Oshima, 38.8 seconds. Das ist aber jetzt nicht so geil. Vincenzo, ahead is pitting. So, jetzt war ich aber wohl schnell genug oder langsam genug. Kack. Shit. Oh man. The leader, Rivellini, is pitting. What's my position? Oh, 18. Jawohl, 17. You've served your penalty. Car approaching. Watch your mirrors. Track limits. Come on, keep it between the white lines. What's my position? Pit window closes in 1 minute. I didn't catch that. What's my position? P19. 19. Och Leute, so macht das keinen Spaß. Scheiß doch die Wand an. Jetzt ist er noch niedriger Treibstoff. Willst du mich verarschen? Ich habe da 3 Liter reinlaufen lassen. How many laps to go? 2 minutes remaining. Clark is gaining on you. The gap's now 6/10. P19. Och Mann, wir hätten Dritter sein können, sogar Zweiter. Vielleicht hätten wir sogar noch gewonnen. The guy in front is Romero. Jetzt krüppel ich hier auf dem 18. rum. Pit window is closed. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Keep running on the pressure. He'll make a mistake. 18th. Ja, das sind noch alles keine Gegner hier hinten für mich. Good move, mate. The leader's just done it. 39 seconds. The next car is Fasco. Fastest lap for Oshima. 38.7.
liters fuel remaining for 2 minutes. 2 liters remaining. Gap two. Romero behind is now 7/10, 17th place. That's your fastest lap today. Sector one time's okay. Sector two time is quick. Sector three is 4/10 off the pace. Oh man, guck mal, wie wir hier durch das Feld. Very little fuel left. Come on, that's the stuff. The next car is Innocenti. Teamkollege, wenn wir den auch wenigstens schnappen könnten, das wäre eigentlich ganz gut. One liter remaining. Ach nee, unser Teamkollege war ja der Kardinale. Ah, Mann. That's 16th. Sectors 2 and 3 are in 10th down. Sector 1 is quick. Your lap times are improving. How many laps to go? Less than 1 minute. Good pass, well done. Oh Mann. The next car is Plateau. Also ist das hier jetzt die letzte Runde oder die vorletzte? Ja, okay. Sprit leer. Da. Scheiß, mir noch einer entfernt. Keep it between the white lines. Scheiß die Wand an. Jetzt auch noch der Sprit alle. Oh, Leute. Ne, Auto geht nicht mehr an. Und aus die Kiste. Scheiß doch jemand dann. Jetzt sind wir auch noch wegen zu wenig Sprit ausgeschieden. Oh Mann, wir waren auf Podiumskurs. Ist das bitter. Oh. Drittes Rennen. Zum dritten Mal keine Punkte. Aber so läuft das, Leute. Man gewinnt nicht immer und es ist ja noch unsere Einsteigersaison. Es war jetzt das dritte Rennen. Also wir können auf jeden Fall, und da bin ich mir sicher, in dieser Saison noch punkten, wenn jetzt sogar aufs Podium fahren. Oh Mann. Ich könnte echt kotzen. Das ist richtig ärgerlich. Podiumskurs und jetzt wegen zu wenig Sprit auf dem 13. ausgeschieden oder so. Naja, machst du nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann hoffentlich mit mehr Glück. Rivellini hat mal wieder gewonnen, muss man sagen. Fahrerplatzierung in der Meisterschaft sieht so aus. Rivellini 75 Punkte, der hat bis jetzt alle drei Rennen gewonnen. Wir sind... Ja, warte, 11. Ja, die haben ja noch alle Punkte. Wir sind hier bei den Nullern. Wo sind wir dann? Ah, letzter. Sehr gut. Teamplatzierung... Wo ist Scheffler auf dem 7.? 7 Punkte, habe ich noch nicht viel zu beigetragen. Naja, Red Bull dominiert so ein bisschen. Herstellerwertung, oh, Race Room, ha. Naja, egal. Das nächste Event ist... Wir werden es nach der kurzen Ladepause sehen. Oh. Das ist echt deprimierend, ich kann gerade meinen Popschutz beißen. Ich habe mich echt schon ein bisschen gefreut, mal Punkte zu holen fürs Team. Da haben die Spastis mir zu wenig Benzin eingefüllt. Also ich. Ach, Mann. Es nervt echt. Es nervt echt hart. Aber egal, so ist das nun mal. So. Komm schon. Drücke eine Taste. Der Ungaro-Ring. So schaut's aus. Tja. Wie es dann weitergeht, seht ihr nächste Woche. Bis dahin. Seid nicht frustriert. Ich versuche auch den Kopf oben zu halten, denn Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Bis zum nächsten Mal. Halt die Wurst hoch. Ciao.